Hallo zusammen. Hallo, wir sind voll im WM-Fieber, wie ihr vielleicht schon sehen könnt. Und machen heute WM-Snacks, die euch Points arm oder beziehungsweise mit Points Kontrolle durch die WM-Zeit bringen sollen. Ja, und wir haben jetzt vorbereitet für eine Mini-Pizza. Und zwar wollen wir die belegen in schwarz mit schwarzen Oliven, rot und gelb. Und wir haben noch weiter vorbereitet Würstchen im Schlafrock. Für beides machen wir einen Hefeteig. Normal kommen die Würstchen im Schlafrock ja oft in den Blätterteig, aber der ist uns einfach zu fettig. Ja, das geht. Also zum Abnehmen geht Blätterteig einfach nicht wirklich. Man kann das mal machen als Ausnahme, aber wir wollen euch ja nicht unbedingt die Ausnahmen zeigen, sondern das, was ihr wirklich machen könnt und deswegen mit Hefeteig. Genau. Und weiter brauchen wir für die Pizza noch einen sehr leichten Reibekäse. Ganz kurz noch diese Würstchen, die sind ganz toll, wir hatten die schon öfter. Die gibt es beim Kaufland hauptsächlich. Genau. Die haben nur 3% Fett. Weight Watchers hat sie jetzt nicht offiziell als Sattenhaut deklariert, aber im Prinzip sind sie, was die Kaloriendichte angeht, ganz ähnlich wie die Schinken. Mhm. Ein Würstchen hat ein Point, das ist ja, ich glaube, normales Wiener hat dreimal so viel oder so. Ja. Also, ja, okay. Also ein Point pro Würstchen ist eine super Sache, wie wir finden. Ja. Wir essen die, seit wir Weight Watchers sind, hauptsächlich. Wir können die also sehr empfehlen. Wir brauchen dann noch ein anderes Null-Points-Produkt, die passierten Tomaten für die Pizza. Und naja, für den Hefeteig Hefe, Salz, Wasser und Mehl. Die Würstchen im Schlafrock werden wir nachher noch ein bisschen dekorieren, entweder mit Chiliflocken, etwas Kümmel oder grobem Salz. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt mal mit dem Hefeteig an. Genau. Den Hefeteig, den werden wir jetzt machen und die Points für die Gesamtmasse berechnen. Und nachher zeigen wir euch dann, wie wir das ausrechnen, wie viele Points dann so eine einzelne Pizza hat. Darf ich dir das schon geben? Ja, und ich muss das aber ein bisschen weiter. Und die Schneider da ein bisschen her. So. Also ich nehme jetzt, ich mache jetzt die doppelte Menge, also irritiert euch bitte nicht an der Zutatenmenge. Ich habe jetzt die Menge für 250 Gramm Mehl ins Rezept geschrieben und wir werden jetzt aber das Doppelte machen, weil der Teig auch ganz gut geht für ein Baguette oder ein anderes Weißbrot. Und dann gebe ich da. Also das war jetzt ein halber Würfel Hefe für, genau. Für die doppelte Menge. Also man braucht nicht viel Hefe. Normalerweise das Viertel für so einen Würfel. So ein Würfel ist ja normalerweise für ein Kilo Hefe. Genau. Und Wasser. Und dazu geben wir jetzt ein Pfund Mehl. Ich macht am meistens gar nicht großen Vorteil. Ich gebe die Hefe und das Wasser rein, damit sich das gut auflöst. Manchmal rühre ich das noch ein bisschen durch mit dem Schneebesen. Ich mag einfach kein extra Gefäß nehmen für den Teig, für den Vorteig. Da sparst du einfach Geschirr. Ja. Wie ist denn das? Hast du das Wasser jetzt warm gehabt? Oder? Also heute ist hier bei uns 30 Grad plus. Das Wasser war jetzt nicht sehr warm. Man kann das Hefeteig, also der Bäcker macht es ja mit kaltem Wasser, weil durch das Rühren ja auch nochmal Wärme entsteht und die Hefe soll ja auch nicht zu warm werden. Mhm. Also dann geben wir da mal jetzt unser Pfundmehl rein und dann stellen wir das jetzt in die Küchenmaschine. Salz. Salz. Das ist auch so eine Sache, man vergisst das gern, Salz. Ich finde es bei einer Pizza ist es nicht ganz so schlimm, weil da kann man theoretisch mal Belag und ein bisschen Salz reinbringen. Aber bei einem Brot ist das tödlich. Ja, ich finde. Es ist furchtbar. Man denkt jetzt einen knappen Teelöffel Salz da rein. Also unbedingt an Salz drin. Das ist ganz wichtig. Ja, und jetzt kommt es in die Küchenmaschine. Okay. Ich rühre das jetzt so etwa 5 Minuten in der Küchenmaschine und lasse es dann gehen, bis es mindestens die doppelte Menge hat. Der Teig ist jetzt gut durchgerührt. Ich nehme auch meistens nicht den Knethaken für den Hefeteig, weil ich den eigentlich doch relativ weich mache. Für die Pizza ist das toll, weil man kann den Teig sehr dünn ausrollen. Manchmal muss man sogar gar nicht ausrollen, sondern kann es einfach mit den Händen flach drücken. Ich finde das ganz toll und das macht auch das ganze Points ärmer. Ich lasse es jetzt gehen und verarbeite den Teig dann weiter. Der Hefeteig ist jetzt gegangen. Jetzt müssen wir noch schauen, wie viel Hefeteig wir für unsere Mini-Pizza nehmen können, dass es halt mit den Points irgendwie auch Sinn macht.
Wir haben den Teller jetzt leer auf Null gestellt und mit dem Hefeteig, dann sehen wir jetzt, wie schwer der Hefeteig ist ohne Teller. Das sind jetzt hier die 861 Gramm, sieht man hier unten. Der ganze Hefeteig hat 44 Points, deswegen nehme ich jetzt die 861 geteilt durch 44. Und so weiß ich, dass 20 Gramm Hefeteig ein Point haben. Wir werden jetzt also für 2 Points Hefeteig nehmen für die Pizzen, das bedeutet also 40 Gramm. Und für die Würstchen im Schlafrock, da wollte ich gern was mit halben Points, weil wir wollen ein halbes Würstchen reinmachen. Und ein Würstchen hat ja einen Point. Dann machen wir noch für 1,5 Points Teig dazu. Das wären dann 30 Gramm. Ich habe hier jetzt mal da 2 Würstchen. Ja, wir wollen 4 Würstchen im Schlafrock jetzt machen. Mhm. Da bräuchte ich jetzt mal von dir 30 Gramm Teig. Genau. Mhm. Ja, aber ich finde es trotzdem toll, wenn der Teig so weich ist, weil man dann das dünn machen kann und der Hefeteig geht ja dann noch auf und ist dann trotzdem gut. Und zwar legen wir jetzt den Anschnitt nach innen und schlagen das ein bisschen so ein, dass man es dann hinten festhält und jetzt weiß ich auf dem Backpapier. Jetzt weiß ich nicht genau, wie viele Points noch an meinen Fingern sind, aber okay. Nein, das kann man nicht mal abschlecken. Nein. Roher Hefeteig, das schmeckt ja nicht so lecker. Ja, und das Abwiegen ist einfach das A und O, weil man darf nicht anfangen, sich selbst zu beschummeln. Das riecht sich bei Baby Butchers doch sehr schnell. So, oft, also nach einer Zeit hat man oft so einen Punkt, wo man dann nicht mehr abwiegt, weil man denkt, man weiß ja alles. Und die Points vielleicht auch nicht mehr so nachschaut. Da denkt man, ach, das wird so und so viele Points haben. Ja. Hat es dann aber nicht. Da muss man immer mal wieder zurückkommen auf Linie. Definitiv. Okay, dann machen wir jetzt vielleicht noch die kurze Paprika klein, damit wir die Pizza belegen können. Mhm. Und ich mache schon mal, wie viele Mini-Pizzen machen wir? Wir machen diesmal vielleicht 4. Okay, dann mache ich, fange schon mal an mit 40 Stückchen hier. So, das sind jetzt für die 4 Mini-Pizzen. So. Ich werde jetzt die Würstchen im Schlafrock noch etwas aufhübschen. Und zwar eins werde ich mit Chiliflocken etwas bestreuen. Wollen wir die noch mit irgendwas bestreichen? Man könnte es mit Milch bestreichen. Ein Ei würde ich jetzt dafür gar nicht mal nehmen. Okay, nee, dann lassen wir das schon. Okay. Dann werde ich eins mit Kümmel. Mit etwas Salz. So, die Pizzen, die werden belegt mit Paprika und Oliven für das Schwarz-Rot-Gold. Und wir machen dann noch für ca. 1 Point Käse auf jede Pizza. Das ist dann gerade so ein Point Oliven, dann hat das je nachdem 4 Points. Ne? 2 für den Teig, genau. 1 für den Käse und 1 für die Oliven. Wenn ihr Gäste habt, könntet ihr die Mini-Pizzen noch aufmotzen mit etwas Salami beispielsweise. Für die, die eben nicht auf Bake Off sind oder wenn jemand mehr Points zur Verfügung hat. Männer haben ja oft viel mehr Points zur Verfügung. Dann könnten die dann auch eine Mini-Pizza mit Salami essen. Oder man nimmt einen vollfetten Käse, was natürlich auch lecker ist. Mhm. Genau. So. Dann werde ich mir mal noch einen Löffel holen und ein bisschen Tomaten. Soße drauf machen. Vielleicht erstmal noch ein bisschen Oregano. Das brauchen wir jetzt zum Schluss, oder? Und dann brauchen wir noch den Esslöffel zum Abmessen. Und dann mache ich mal noch 8 Oliven. Mhm.
ich mache jetzt auf jede Pizza noch ein bisschen Oregano. Für den italienischen Geschmack. Die Oliven, die haben zwar relativ viel Points, bringen aber auch sehr viel Geschmack. Also wer das mag, ruhig ab und zu mal Oliven benutzen. Es ist zwar fett, aber es ist ein sehr gesundes Fett. Und ja, wie gesagt, ich finde einfach, es bringt schon wahnsinnig viel Geschmack rein. Wer das mag, unbedingt. Das ist ja auch oft so mit den Nüssen oder sowas, wenn man das gern isst. Soll man ja ruhig ab und zu mal essen, das ist gesundes Fett, sind viele gesunde Pflanzenstoffe drin, Vitamine. Und auf sowas sollte man nicht verzichten, lieber mal den Zucker weglassen. Das stimmt, ja. Ja, ich denke, es gibt viele Punkte, an denen man Points sparen kann. Und natürlich sollte man es auch mit den Oliven nicht übertreiben, aber es gibt auch viele Dinge, wo man es ab und zu einfach trotzdem essen sollte. Ja, wir haben jetzt das der Farben wegen ausgewählt, aber natürlich hat so eine Gemüsepizza auch immer weniger Points. Wie eine Salami-Pizza. Mit Salami oder sogar mit Schinken, ne? Natürlich, weil es einfach keine Points hat. Zumindest der Belag dann, ja. So, und jetzt noch. Kannst du hier einen Löffel vielleicht wegnehmen? Ein Esslöffel für jeder, ne? Also jede Pizza. Ist auch toll, so zum mal in die Hand nehmen oder nur eine Serviette drunter, das funktioniert toll. Und wenn einer wirklich mehr Points übrig hat, dann geht ihr vielleicht auch mal ein kleines Glas Bier. Ja, das, und ich denke immer, mehr Points geht doch immer. Ja, mehr Points geht immer. Man kann Olivenöl in den Teig machen, was das Ganze natürlich aufpeppt. Man kann mit dem Belag mehr machen, man kann einfach eine Mini-Pizza mehr essen. Zum Beispiel? Man kann einen fettigeren Käse nehmen. Es gibt so viele Möglichkeiten, aber wir wollen halt auch immer zeigen, wie es Points an wie möglich geht. Genau. Und trotzdem noch Spaß macht und deswegen, das ist die ganz schlanke Variante. So ist es, jetzt kommt das Ganze in den Backofen. Und ich denke, so 10 Minuten, 15 Minuten sind die Pizzen dann der. Welche Einstellung nimmst du eigentlich an? Ich habe jetzt 200 Grad. Ist das die Pizza-Einstellung? Oder ich habe jetzt nicht die Pizza-Einstellung, weil wir auch die Würstchen noch drauf haben. Aber sonst nehme ich eine Pizza-Einstellung, da wird nur von unten geheizt und Heißluft, damit das von unten knusprig ist. Dann geht es schön um so den Boden. Aber jetzt einfach Ober-Unterhitze und so. Habe ich jetzt mal so gemacht. Okay. So, jetzt sind unsere Pizzen und unsere Würstchen im Schlafrock fertig. Wir werden dann noch ein bisschen guten Senf dazu geben. Das ist ja auch wieder so ein Genuss, der keine Points kostet. Das lohnt sich auch immer, sich mal einen guten Senf zu geben. So hat in der Kombination hat das 6 2 und 4, ne? 6 Points. Stimmt, ist mal ein netter Snack. Man kann ja noch, wenn es ein Abendessen ist, ein bisschen noch was dazu tun. Oder sowas. Ja, oder man könnte dann auch, wenn man so irgendwie ein Buffet macht für Gäste an der WM oder wenn man sich so einen Knabberteller macht, dann einfach auch noch vielleicht mal die Paprika noch ein paar Paprikaschnitze dazulegen oder vielleicht ein kleines Tomätchen, dass man einfach noch ein bisschen mehr Gemüsesticks dazulegt, dass es dann insgesamt einfach leichter wird. Aber wir wollten jetzt auf jeden Fall mal probieren. Ich probiere jetzt die Pizza. Dann probiere ich mal das Würstchen. Schmeckt das schon ein bisschen? Also ich freue mich schon richtig auf die WM. Das ist lecker, das frische Brot. Das ist, warmes Brot. Ist halt immer so toll, ja. Wenn es euch gefallen hat, gebt uns bitte ein Like. Und wenn ihr auch zukünftig nichts mehr von uns verpassen wollt, dann abonniert uns doch bitte. In dem Fall viel Spaß bei der WM und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.